Hallöchen, meine Vorjahrnacht, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege mit dem Reed in The Division. Oder so. Wildlands. Sag mal, wie lange kann man so Studentenfutter eigentlich essen? Solange man Student ist. Also du nicht, du bist kein Student, du warst das nie. Ich war es nie, nicht mehr. Ja, aber das steht jetzt in der Woche offen. Oder zwei. Ja, ach, das kann, geht. Da war eine frische alte Folie drüber, das wird schon aushalten. Na, da passt. Siehst du. Ich bin übrigens erfreut gewesen, wie heute kam eigentlich mal eine neue Bestellung an. Hab ich ja schon erzählt. Ja, kam drei Sachen für mich kam heute an. Drei? Einmal Pferdekacke. Das hast du erzählt. Einmal Kompost. Warum denn Pferdekacke und, eigentlich? Als Dünger. Per Post. Okay. Pferdekacke per Post. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ja, also Pferdedung in Pelletform gepresst. Weil das Problem ist, wir haben zwar es. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Wo denn? Also wir haben hier einen Keller, Weinkeller. Das heißt Weinkeller auf Englisch. Downstairs, wo also Wein ist. Wein-Dingsbums. Amy Winehouse. Wein ist abgeschaut. Quasi, also ich könnte zwar zum Reiterhof gehen, aber das Problem ist, wie kriege ich den Reiterhof dazu, mir die Menge X an Pferdemist hierher zu karren. Wir könnten mit einem Trecker herkommen, das Problem ist aber, damit sie mit dem Trecker nicht aufs Grundstück direkt das Zeug abladen können. Also, sie müssten theoretisch das entweder über eine Mauer rüberkippen, wenn der Frontlader hoch genug ist. Oder wenn der Frontlader nicht hoch genug ist, hat man halt das Pech, dass sie. Naja, dass ich das Ganze in ein Auto, in mein Auto packen müsste. Also mit dem Auto quasi herbringen. Den muss ich beat. Wurde heftig durch die Wand hier angeschossen. Ich auch. Durch der liegt direkt hinter der Mauer. Oh, verdammt. Ich hab den Entschärfer fallen gelassen, glaube ich. Nee. Okay. Ach, da war er. Noch weiter nach hinten. Nee, aber ich hätte die Pferdekacke denn quasi nicht hierher transportieren können. Da habe ich es halt einfach in Pelletform bestellt, 7 Kilo. Dann kann ich die einfach so auf die Beete verteilen, das ist dann halt einfacher. Ja, das wird sich einfach an. Mir wäre das was lieber gewesen, natürlich. Direkt, klingt vollkommen bescheuert, ich weiß, das Thema, aber wäre mir lieber gewesen, wenn ich direkt Pferdemist so als Mist hätte. Weil dann könnte ich es direkt, so die ins Frühbeet nochmal reinschmeißen oder so auf die Beete verteilen, aber naja, ist halt nicht so. Ne, kann ich Vorteil ist, es stinkt dann nicht so. Schwacher Trost. Ja, und dann nochmal 40 Liter Kompost bestellt. Auch mit per Post geliefert. Hat der DHL mal die Treppe hochgeschleppt. Aber nur die Hälfte, nur eine Etage. Die anderen zwei habe ich geschleppt. Weil ich mag unseren DHL-Mann, den laufe ich immer entgegen. Also der Hermann ist auch super. Der Hermesmann ist nicht so kompetent. Der legt die Päckchen auch gerne mal in den Garten und schreibt in sein Ding hinzu, ist halt der anwesende Person Reed. wie war es letztens bei Honeyball? Bei Honeyball haben sie geschrieben, Paket, also da war es sogar Amazon selbst, Paket abgegeben bei Balkon. Gebäude G. Neue Kameraübertragung. Body Amos. Warte mal, ich bin nicht so clever, hier bei der Bombe direkt zu machen, ne? Hier muss eine Trittstohle. Got a Twitch Drone. Oh, got a Twitch Drone. Hast du sie? Mhm. Haben wir noch keine Wände oder sowas verteilt. Ich auch nicht. Ich
Hast du rein zufällig, hast du gespielt eigentlich? Was? Valkyrie? Mhm. Du meinst, ob ich noch oben eine Kamera hinhin? Ja, Sigi. Ja, ich hatte gehofft, dass du im Hauptraum noch eine Kamera hinstellst, irgendwo versteckst. Bei B oder bei A? Hauptraum, also vor der Tür, die ich da weggemacht habe. Hier? Oder hier? Da. Ich sag jetzt mal da, wo du bist. Ach, das war ein Team-Gidget? Das sah aus wie eine Drohne. Ich fürchte, die kommen gleich bei mir durch die Decke. Ich fürchte ja. Ziel aufgespürt! Brüder Leso! Feinde gefunden. Großer Raum. Wie bei dir oben? Ist irgendwer bei B? Feinde gefunden! Ich bin in der Nähe von B. Bei A ist ja gar keiner. Ja, doch ich. Nein. Natürlich. Die sind beide über uns. Ich geh in den Keller runter, bleib oben. Die sind beide über uns. Letzter bleibender Gegner. Okay, ich bleib einfach mal unten. Du sagst mir, wenn oben was schief läuft. Bitte? War schief gelaufen. Ich wollte ihn holen, aber er stand hinter der Türe. Ich warte einfach hier. Da muss er zu uns kommen. Richtig. Feinde lokalisiert. Erster Stock. Siehst du die Markierung? Ja, ja. Kannst du durch die Treppe schießen? Ich weiß es nicht. Nein. Feind lokalisiert. Erster Stock. Ich bin in der Ecke. Ich kann nicht durch die Treppe. Ich kann nicht durch die Treppe schießen. Was ist das für ein Bullshit? Ich hab grad ein ganzes Magazin auf die Treppe verbraten. Ich hab nichts getroffen. Da hast du es gehört? In der Killcam hörst du noch pling pling. Naja. Was ist das denn für ein Scheiß? Wie die da stehen! On A. Come to B. Nice one. Witzig, er wollte nicht den Diffuser ansetzen bei B. Warum nicht? An A. Eiskalt, ich hätt's gemacht, ich bin da alleine, warum nicht? Ja. Was spricht denn dagegen? Oh Gott. Wenn ich meine Punkte sehe, krieg ich ja kalte Grausen. Mensch, Stracki, 510, aber kein Kill. Ja, ne? Mhm. Ich habe 10 Punkte minus gekriegt, übrigens, weil ich ein Team-Gadget kaputt geschossen habe. Ich weiß aber nicht, was für eins. Da lag irgendwas auf dem Boden, das sah aus wie so eine ganz normale Drohne. Aber von uns hat gar keiner Drohnen. Vielleicht war es hier so ein Jammer. Das kann sein, aber warum der von der Seite aussieht wie eine Drohne, als ob er ein Rad dran hätte, weiß ich auch nicht. Der hat zwei Füßchen. Nee, sah aus wie so ein rundes Rad. Okay, eckige Räder gibt's nicht, aber weißt du, was ich meine? Geh mal nach oben. Geh mal nach unten. Warte, ich bin im Treppengeländer hängen geblieben. Achtung, eure Drohne hat unten. Eine Bombe lokalisiert. Retten. Ja. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ja, verdammt, unter Strom gesetzt. Band ist im Hauptraum. Oh Mann, Polizei, lauf schneller!
Wie viel Ranzen und Batterie ist eisig? Kontakt, Junge, gehst du nach oben? Fährst du nur was? Weil ich dachte, Bandit wäre hier noch. Weil ich habe ihn zuletzt hochlaufen. Der ist da die Treppe runter, die Treppe runter. Bandit. Ah. Nee, Blitz. Meine ich ja. Welche Treppe? Reed? Da, wo unten gerade geschossen wird, er ist tot. Richtung Diffuser. Ich lasse eine Ladung. Ist er doch! Wo? Ich sah dem Volvo zu! Durch die Tür! Oh, Reed. Ich dachte, du sprichst mit mir. Ich finde dich nicht! Wurde erneut gesichert. Du musst ein Stockwerk tiefer. Nur noch ein Gegner übrig. Eventuell bist du gerade der Letzte geworden. Vorletzter. Nice! Zufall. Ja, ne? Dip, dip, dip. Bam. Toll. Aber der Sprengsatz, als der es gemacht hat, war es nicht. Bin ich auf der MVP? Dir fehlen 20 Punkte zum MVP. Echt jetzt? Ach Gott, nee, mir fehlen 3000. 300. Ah, du bist ja gar nicht ich. Ah, lol, mir fehlen 30 Punkte zum MVP. Was? Ich bin nicht du? Gott sei Dank. Oh, ich gut, dann bedanken wir uns gekriegt. In aller Verwirrung fürs Zusehen. Sehen uns in der nächsten Episode wieder. Oder direkt gleich. Mal gucken. Das ist jetzt dein Problem. Bis dann. Tschüss. Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wobei, das müssen wir nochmal machen. Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Endlich habe ich es mal richtig mit dem Drucki. Ich musste gerade die Aufnahme nochmal neu starten, weil ich habe das letzte Mal, als ich es alleine aufgenommen habe, gemerkt, wenn ich drück und dann sage, dann ist es voll blöd für die Überblendung. Weil ich brauche da 3 Sekunden vorher und nachher. Drucki? Ja, ich bin auch okay. Da übrigens. Ich war nur kurz, ich habe gedacht, ich überlege erstens, wem ich spielen soll, weil ich habe mich, weil meine 3 Charaktere sind ja alle weg. Hab dich mal ausreden lassen. Ja. Aber du kannst mir jetzt doch mal dieselbe Frage stellen, die du mir gerade offscreen gestellt hast. Was sagst du denn dazu, dass sich Gronkh eine Rundfunklizenz gekauft hat? Oder eher, ehrlich gesagt, 2 Rundfunklizenzen für 2 Kanäle. Du brauchst eine. Du hast eine? Okay, gut. Eine Rundfunklizenz geholt und hat dort drin reinschreiben lassen, dass dies nur für den 24-Stunden-Kanal gilt. Also Gronkh.tv für den Gronkh-TV-Kanal. Aber mit inbegriffen ist auch Facebook, Twitch, also alle Twitch-Kanäle, Facebook, YouTube. Und das gilt für alle Kanäle. So, und dann habe ich jetzt also, eine ganz, 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 ganz blöde Frage. Wie sieht's denn mit Instagram aus? Ja, theoretisch brauchst du da auch eine Lizenz. Richtig, weil was machen denn jetzt die ganzen Influencer, die mit ihren Instagram-Streams 300.000 Leute erreichen, also mehrere Millionen Leute erreichen können? Und das ist ja, also du hast mir erstmal gefragt, was ich davon halte. Also was halte ich davon? Naja, er hatte keine Wahl. Entweder er beantragt die Rundfunklizenz, so wie er sie beantragt hat, bezahlt dafür Summe X, die er selber noch nicht einmal weiß, was er dafür bezahlen muss. So zumindest stand der Dinge gestern aus seinem Livestream, dass er noch nicht weiß, was er dafür bezahlen muss. Oder er streamt halt nie wieder auf keiner Plattform. Oder er streamt ohne Lizenz weiter, läuft dann aber Gefahr, bis zu 500.000, also übrigens Kamelle liegen draußen, bis zu 500.000 Euro bezahlen zu müssen für jeden Stream, den er ab der Deadline ohne Lizenz gemacht hat. Tja, was machst du dann? Dir eine Rundfunklizenz holen? Richtig. Der Weg des geringsten Widerstandes, ich hole mir die Rundfunklizenz und gut ist. Weil wie sagte er, er möchte eigentlich nur in Ruhe streamen. Vom anderen Häuserdach aus schießen die hier rüber. Von einer Gebäudeseite aus. So, also was halte ich davon? Naja, er hatte keine andere Wahl. Ah, shit. Man ließ ihm halt keine Wahl, er musste das machen und gut in Anführungsstrichen ist. Gut. Nächste Frage.
Die hab ich vorhin schon auf meinem privaten Twitter gestellt. Ich glaube, ich kombiniere die unten bald. Die Twitter-Accounts. Wie ist denn das mit diesen ganzen coolen Influencern auf Instagram? Die müssen alle, haben wir gerade einen Teamkill gekriegt, die müssen alle eine Rundfunklizenz beantragen. Oder nicht mehr streamen. Oder nicht mehr streamen. Eins von beiden. Periscope? Alle Plattformen, wo du theoretisch mehr als 500 Zuschauer erreichen kannst und wo du... Ja, das ist in rein in der Theorie her. In der Theorie, wo du theoretisch jede die Möglichkeit... Ja. Außer vielleicht Tinder. Und wo du regelmäßig streamst. Da kommt ja gerade der Knackpunkt, den Gronkh auf seinen Stream angesprochen. Er hat regelmäßig. Genau, er hat ihm ja widersprochen, weil er sagt, ich streame nicht regelmäßig. Weil, ich hab noch gesehen, ich hab geschossen. Ich hab fast tot. Ein klitzekleiner Balken ist noch übrig. Ich streame ja nicht regelmäßig, weil, okay, ich streame wenn dann immer montags und freitags. Es kann aber durchaus sein, dass es aus Krankheit ausfällt. Es kann durchaus sein, dass die Uhrzeit ändert, wann ich zu streamen beginne. Es kann durchaus sein, dass mal 3 Tage ausfallen. Es kann durchaus sein, dass 2 Tage ausfallen oder für ein anderer Tag kommt, wenn ich ein Event habe. Die Regelmäßigkeit, wie er sie definiert, ist nicht gegeben. Mhm. Und da kommt der Witz, da sagen plötzlich die Landesmedienanstalt NRW, das ist ja speziell die zuständig ist, sagt dann plötzlich, wir müssen das Gesetz auf Biegen und Brechen, so wie es dort steht, befolgen. Aber als es plötzlich um die Regelmäßigkeitsparagraphen geht, sagen sie plötzlich, naja, so grob regelmäßig. Da ist es plötzlich grob regelmäßig. Grob regelmäßig heißt theoretisch auch Friendly Fire, die nur einmal pro Jahr, wo du einmal pro Jahr gestreamt wird. Das heißt, wenn ich jetzt streame, wäre das auch grob regelmäßig. Da du ja erst 2-mal gestreamt hast, doch nicht. Du bist auch noch zu klein, um für die interessant zu wirken. Aber theoretisch, wenn du, sag ich mal, gut, aber zweimal ab wann kann ich denn 500 Leute erreichen? Ist das nicht Bullshit? Sobald du deinen Stream auf Facebook einschaltest oder auf Twitter, kannst du theoretisch 500 Leute erreichen. Ja, das kann ich aber auch, wenn ich auf theoretisch auf Twitch einschalte, auch wenn da nicht mehr als 3 zugucken. Ja, da kannst du theoretisch 500 Leute erreichen. Das reicht. Was ich mich aber frage, ist ja, ne, was ich ja vorhin auch getwittert habe, ist ja folgendes Beispiel. Ich bin jemand, der nicht kommerziell streamt. Ich verdiene kein Geld mit meinen Streams. Man kann nicht donaten bei mir, man kann mich nicht subben. Ich verdiene keinen einzigen Cent. Wenn... Ja, theoretisch, wenn man jemand auf deinen Instant-Gaming-Link drückt, rein... Nee, aber, ne? Wenn ich jetzt streame und keinen einzigen Cent damit verdiene. Richtig? Ja. Jetzt aber der Gesetzgeber sagt, ich muss eine Sendelizenz haben. Muss ich also mir eine Sendelizenz kaufen für Summe X, muss dann noch, weil ich ja denn die Sendelizenz habe, einen Jugendschutzbeauftragten haben, weil den musst du haben, wenn du ein TV-Sender bist. Und du bist ja dann ein TV-Sender. Ist ja wie bei TV auf Twitch. Ja, pass auf, lass mich bitte erst durch. Yeah. Du musst ja dann einen Jugendschutzbeauftragten haben. Sprich, es entstehen dir Kosten. Aha. Also du musst Geld ausgeben. Also bin ich jetzt gezwungen, damit Geld zu verdienen. Wenn ich streamen möchte und es nicht kommerziell betreibe und ich dann auch eine Sendelizenz benötige, bin ich also gezwungen, bin ich also gezwungen, Geld damit zu verdienen oder nie wieder zu streamen. Verdammt. Ja. Auf den Räumen hinter, also wenn du die Treppe runtergehst, wo ich bin, ist der Typ direkt hinter den Schränken. Geradeaus hinter der Tür. Freut mich hier runterzufallen? Tu erstmal den Typen da wiederbeleben, wenn du das bist. Nee, bist du nicht, weil auch jetzt kommt zu dir. Warte. Würde ich nicht runterfallen. Hab ich ihn jetzt erschossen oder nicht? Die falsche Waffe in der Hand, wo bist denn du denn? Ich bin du bist tot. Die Treppe runter. Aber jetzt müsst ihr direkt links hinter der Bombe sein. Quasi auf 3 Uhr. Ja, das ist hier alles ein bisschen so. Also hier die Treppe runter, direkt geradeaus durch in der Tür drinne. Hinter den Schränken. Da war er. Unter dir. Da ist er. Tiefer. Nee, die Schüsse kommen aus dem Raum. Okay. Nee, da kam die Treppe hoch. Gut, ja. Also quasi, immer. Wenn du jetzt streamst, ich komm mal zu dem Punkt. Du streamst nicht kommerziell, musst aber trotzdem eine Sendelizenz haben.
dann bist du ja quasi gezwungen, A, Geld damit zu verdienen oder nie wieder zu streamen, beziehungsweise es dürfen nur noch die Leute streamen, die damit Geld verdienen oder es sich leisten können, eine Sendelizenz zu kaufen. Dann muss mir aber die Landesmedienanstalt, die für mich zuständig ist, von vornherein sagen können, wenn ich jetzt frage, ich möchte jetzt eine Sendelizenz beantragen, so und so sind meine Dinge, wie teuer ist die? Muss die mir aber eine Preisauskunft geben können. Mhm. Die muss, weil, wie Grung schon sagte, wenn er jetzt mit seinen, was er so im Peak erreicht, mit seinen, was sind es, 40.000 Zuschauern im Schnitt auf YouTube, wir gehen jetzt auf Twitch, erreicht er im Schnitt so 40.000 Zuschauer. Ja. Wenn der jetzt mit seinen 40.000 Zuschauern, auch für den gesamten Zeitraum ist ja immer der Preis genannt, nicht für ein Jahr, sondern für die 5 oder 10 Jahre, die du ja bezahlen musst, zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Und er muss auch mit 40.000 Zuschauern, die er im Schnitt erreichen kann, erreicht, nachgewiesen, auch 10.000 Euro bezahlen, wie RTL, die Millionen von Zuschauern erreichen, dann stimmt was nicht. Ja. Dann ist da schon mal eine Unverhältnismäßigkeit. In meinen Augen. Was ich auch interessant finde, das hatte ich irgendwo gelesen, das ist super, wenn man keine Quelle weiß, dass sie auch die ganzen Podcasts angehen wollen, weil die auch Millionen Menschen erreichen können. Moment, Podcast ist was anderes. Ja, ich weiß, Podcast ist was anderes und genau dann war ich verwirrt, weil für mich war Podcast und ich schaue mir das halt irgendwann an. Und es ist keine Sendung in dem Sinne. Also keine Live-Sendung. Wenn es live übertragen wird, ist es wie ein Radio. Ja klar, wenn es live übertragen wird, ist es wie ein Radio, aber wenn es nicht live übertragen wird, dann ist es ja auch kein Radio. Ich meine, wir können auch im Vorhinein den Stream aufzeichnen und dann abspielen, dann ist das theoretisch auch kein Livestream, aber... Nein, dann ist es On-Demand und On-Demand unterliegt anderen Regelungen. Richtig, aber ich streame das ja quasi auf Twitch und erreicht damit beispielsweise 40.000 Mann. Was ist dann? Wenn du es einmalig machst, also sag ich mal nur in unregelmäßigen Abständen, hier mal ein Stream, also einmal On-Demand, also jetzt auf Twitch jetzt dieses Vodcast, wie die es nennen, wenn da einmalig machst und hier mal einmalig, so wie ich. Nein, in Vodcast ist ja was anderes. Ja, nee, Moment. Gronkh macht auch nur Vodcast. Er streamt 24/7 auf einem Sender, wird von einem Server alle seine Sendungen bereitgestellt, die in 3-Stunden-Blöcken immer kommen. Und um diesen Sender geht es, um den 24/7-Sender von Gronkh geht es. Da ist es einfach nur, weil es aber immer 24/7 Dauerschleife läuft. Quasi, wenn du einen Vodcast hast, wenn ich jetzt meine ganzen alten Streams in Dauerschleife laufen lassen würde. Was du theoretisch machen könntest. Was ich theoretisch machen könnte. Dann brauche ich eine Sendelizenz. Okay. So, aber der Preis der Sendelizenz, den kann mir keine Landesmedienanstalt sagen. Die können mir jetzt nicht ad hoc sagen, so und so sind die Dinge, wie teuer wird der Spaß. Du hast also nichts, womit du rechnen kannst. Ich gerne. Und das ist das, was ich als Problem ansehe. Weil die wollen von mir Geld haben, dann müssen sie mir jetzt sagen können, was wollen sie haben. Ja, das ist ein Amt. So ein bisschen. Ja, entschuldige, das ist mir scheißegal, ob es ein Amt ist. Die wollen mein Geld haben. Also ich finde, da ist viel Bullshit im Raum. Was ist denn, wenn sich Gronkh jetzt die Rundfunklizenz quasi unnütz kauft? Ja, wenn jetzt in 2 Jahren das Gesetz geändert wird und das dann heißt, ja, sie müssen, brauchen keine Sendelizenz mehr. Das... Ah fuck, ich hab ein Team-Gadget kaputt gemacht. Das Ding ist, übrigens hier bei mir ist die Luke aufgegangen. So, okay, hat er Pech gehabt. Und hat er das Geld umsonst ausgegeben. Und nicht nur das Geld, sondern auch das Geld für den Anwalt. Ist ja das, was er immer sagt. Ich habe jetzt nicht nur wahrscheinlich tausende von Euro für eine Sendelizenz ausgegeben, die ich, wenn ich Pech habe, in 2 Jahren nicht mehr brauche, sondern auch noch 1.000 Euro für den Anwalt. Wie, du bist Pals, ne? Ja, ja. Kannst du mal gucken, ob einer ist über uns? Oben? Ja, da ist einer. Ja, da ist er. Direkt über mir. Das läuft auf die Hand. Da sind zwei. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Die sind quasi, ja, da was ist schief, so, jetzt laufen sie wieder rüber, der eine. Der eine ist jetzt quasi direkt über mir. Ash ist der andere. Kann ich durchschießen, wa? Einer ist Ash. Lade nach. Da kannst du nicht durchschießen. Die brauchen jetzt große Granate runterwerfen. Hier verpissen sich. Ja.
Hui, das war knapp. Naja, direkt außer von der Tür. Nein, der steht direkt auf der Treppe. Ja, ich habe lieber hier bei Luke gewartet. Ja, also im Endeffekt, theoretisch, wenn sie das Gesetz richtig umsetzen, das ist auch das, was Gronkh sagt, was er aber nie ansprechen wird, ist, dass eigentlich jeder, der streamt, egal ob er kommerziell streamt oder nicht, da er auf einer Plattform streamt, wo er theoretisch die Möglichkeit hat, 500 Zuschauer zu erreichen, redaktionell ist das Ganze schon dadurch definiert, dass ich bestimme, welches Spiel ich jetzt spiele. Und wie wäre das denn, wenn du alles von der Community bestimmen lässt? Wann du streamst, was du streamst? Dann ist da trotzdem der Punkt der Regelmäßigkeit gegeben. Warum? Wenn du auf Twitter, wenn du quasi dir irgendwas einbaust? Wenn jetzt die Landesminien anstellt, oder wenn die Gesetzgebung sagt, dass alles drei zutreffen muss und du nur sagst, ihr dürft für die ganze nächste Woche das Sendeprogramm bestimmen, was gespielt wird, wann wir anfangen zu streamen und was gespielt wird und das jede Woche machst, dann können sie dir zumindest sagen, okay, du streamst regelmäßig, du erreichst theoretisch mehr als 500 Zuschauer, aber es ist keine Redaktion dahinter, die du bezahlst, die mit dem Sender zu tun hat. Richtig, jetzt könnte man, wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, ist quasi, dass du eine gewisse Anzahl... Ja. Jetzt ist aber der Gesetzgeber nicht blöd, jetzt sagt er dir, okay, dann ist die Redaktion deine Zuschauer. Aber ich bezahle die ja gar nicht. Jetzt sagst du aber, ich bezahle die aber gar nicht. Ist ja gar keine Redaktion. Ja, es ist redaktionsähnlich. Und fertig sind sie. Gut, wir gehen einen Schritt weiter. Du schreibst ein Programm, was immer wieder random mit OBS den Streaming starten, Streaming stoppen Knopf drückt. Dann hast du von vornherein aber bestimmt, was gezeigt wird. Warum? Du zeigst irgendwas in deinem Stream. Nee, du hast gesagt, dass du sagst ja von vornherein. Ich streame irgendwann. Ich kann nicht selber entscheiden, wann. Schaut einfach auf meinen Kanal. Du entscheidest ja wann, aber wenn du jetzt sagst, meinetwegen, ich sage jetzt per OBS-Befehl, dass das irgendein Spiel raussuchen soll. Nein, ich suche kein. Das Spiel wird nachher auch wieder einfach random in Steam und eins gestartet. Es passiert quasi alles durch Zufall. Außer eben, dass du da bist. Das ist halt schon vorausgesetzt. Es gibt da bestimmt Millionen von Lücken von, gegen denen sich, weil es eine offizielle Stelle ist, gegen denen die sich halt irgendwie wehren können. Und das ist so das Lächerliche an der Sache. Man also kann das alles nicht im falschen Haus. Ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie gegen wehren könnte. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Bin tot. Moment. Okay. Hatte ganz kurzen Lag. Du bist tot. Ja, ich stehe auch ganz geschickt am Fenster. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Wo ist denn die Bombe? Ist die genau unter mir? Weiß ich nicht. Verbleibende Operator vom eigenen Trupp. War toll. Du musst mal den Diffuser aufheben, dass dir die Bombe, glaube ich, angezeigt wird. Ja, aber wo ist die Bombe? Du musst erst den Diffuser aufheben. Ach, erst dann sehe ich sie? Ich glaube ja. Ich höre ihn. Naja. Das ist draußen vor der Türe. Hinter dir. Da kommt rein. Gut. Ist noch einer draußen? Nein. Doch, hinter dir. Soll ich da hinkommen jetzt? Du hast noch 2 Minuten Zeit. Wird kreativ. Das können wir nicht gewinnen. Achtung, da rechts an der Tür so ein Bewegungsding, ne? Schieß es mal, mach das mal kaputt. Wo? Rechts von dir, da. Treppe. Ja.
Komm schon, du Sack. Du hast nur noch 13 Schuss. Ein Schuss. Ja, verdammt! Verdammt, ich war am Nachladen. Fuck. Wenn du Pistol wären noch 9 gewesen. Ja, ich weiß. Das hätte wahrscheinlich auch gereicht. Der hat aber ziemlich weit oft daneben geschossen. Mhm, die Pistole hat gereicht. Oh. Overtime. Oh Gott, sind wir schlecht. Also ich zumindest. 0-4. Das ist nicht meine Map. Ich mag die nicht. Also, ich kann ne, nicht wie gesagt, theoretisch braucht jeder, der streamt jetzt eine Sendelizenz. Und was Gott noch meinte, was ich vergessen habe zu sagen, gerade vor Aufregung oder Anspannung, ist, dass es aktuell eine Wettbewerbsverzerrung innerhalb Deutschlands ist und weltweit gesehen. Warum? Ja. Naja, aktuell werden bloß die großen Streamer angegangen. Ihr müsst eure Drohne verwenden. Und nur die Großen werden quasi dazu gezwungen, jetzt eine Sendelizenz zu holen und die Kleinen gar nicht. Dementsprechend aktuell noch haben die großen Streamer einen Nachteil gegenüber den kleinen Streamern, weil wir als kleine Streamer nicht gezwungen werden, eine Sendelizenz zu haben. Weil wir aktuell noch durchs Raster durchfallen. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung in der Theorie, wenn man es so will, innerhalb Deutschlands. Aber auch europaweit ist es ein Armutszeugnis. Weltweit ist es ein Armutszeugnis. Denn kein anderes Land dieser Welt hat solch eine Regelung, solch eine hirnrissig dämliche Regelung, wo ein Staat einer Video- oder ein Nutzern von Videoplattformen vorschreibt, ob sie sie nutzen dürfen. Denn in der Theorie ist es genau das. Die Landesmedienanstalten schreiben mir jetzt vor, oder allen Streamern in Deutschland, dass sie diese Videoplattform nur nutzen dürfen, wenn sie... Warte, der hat ihn gerade erschossen? Oh, Entschuldigung. Nur dann nutzen dürfen... Wenn sie übrigens 100% die gleiche Team killt, wollte ich mal nur kurz so anmerken. Wurde entdeckt? Von wem? Ich auch, der ist nur eine Kamera. Wie wäre das denn, wie ist es denn, wenn ich jetzt in Österreich wohne? Also überleg mal, Kronk würde jetzt spontan nach Österreich ziehen. Hätte er keine Probleme. Wollt ihr das nicht sowieso mal machen? Nee. Wir müssen hier außen alles hoch. Ach, da hoch. Hier ist eine Treppe. Also, er hat gesagt... Alter, drück doch V! Ich hol die Treppe hoch. Feind ist draußen, interessiert mich ein Scheiß. Er hat gesagt, wenn er in irgendeinem anderen europäisches Land wohnen würde, hätte er keine Probleme. Ich bin links, hinter dir. Hätte er keine Probleme. RTL hat ja damals diese Lücke genutzt, dass sie zum Beispiel in Luxemburg ihre Hauptzentrale haben und dementsprechend dann gesagt haben, ja, aber auch wenn ihr eine Briefkastenfirma in Luxemburg habt, ihr habt euer Hauptgeschäft in Deutschland und dementsprechend müsst ihr in Deutschland, seid ihr die Regularien unterlegen. Und Kronk sagt auch, der erste Gedanke, den sie und die Pietz, den er und die Pietz hatten, war, holen wir uns einfach eine Briefkastenfirma in Holland. Ja. Auf den Bahamas, da ist schön Wetter. Genau. Ja, aber mit dem schönen Bild erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis denn, wir diskutieren nachher weiter. Ja, tschüss.